Dieses Mal sind wir im Landkreis Bad Kissingen unterwegs und haben das Lohnunternehmen Florian Müller aus Zeitlos begleitet. Das Familienunternehmen hat sich auf die Einbringung von Grünfutter in dieser Region spezialisiert. Nachdem das Wetter dieses Jahr für die Wiesen hier im Landkreis gut mitgespielt hatte, steht ordentlich Gras auf den Flächen und das will geerntet werden. Los ging es also mit dem Mähen. Hier kommt der JCB Fasttrac 8330 zum Einsatz. Florian, Chef des Lohnunternehmens, ist hier mit einer Mähwerkkombination von Krone unterwegs. An der Front des Fasttrac ist das Krone EasyCut F320 montiert und am Heck das EasyCut B950. Knapp 9,50 Meter Arbeitsbreite werden hier aktiv und damit geht's auf Hektarjagd. Das Schnittgut kann entweder breit abgelegt werden, damit es zum Beispiel noch abtrocknen kann, oder man schaltet die Querförderschnecken dazu und führt die beiden Seiten zur Mitte zusammen, um einen ordentlichen Schwad zu bilden. In unserem Fall wollte man das Gras noch anwelken lassen, also wurden die Querförderer einfach nach oben geklappt und das Mähgut breit abgelegt. Das 348 PS starke 8,4 Liter 6-Zylinder-Aggregat des Fasttrac hat hier ordentlich was zu tun. Mähwerk auf Drehzahl halten und den Schlepper mit ca. 14 bis 18 km/h über die Fläche jagen. So werden ca. 10 Hektar in der Stunde je nach Flächenstruktur gemäht. Nachdem das Mähgut Zeit zum Abwelken bekommen hatte, waren wir natürlich wieder zur Stelle und begleiteten das Schwadlegen. Hier kommt ein Vierkreiselschwader von Krone zum Einsatz. Die 13,50 Meter Arbeitsbreite des Krone Schwadro 1400 Schwaders machen eine gute Figur hinter dem Case Maxum 150. Der 145 PS starke Sechszylinder des Schleppers sorgt dafür, dass Florian ca. 5 bis 10 Hektar in der Stunde, je nach Flächenstruktur, in den Schwad legen kann. Letztlich ging es an die Bergung des Grünfutters. In unserem Fall wurde hier mit einem Ladewagen eingeholt, da der Kunde das Grünfutter in Silo bekommen hatte. Es kam wieder der Fasttrac 8330 mit einem Strautmann GigaVitesse CFS 4402 Ladewagen zum Einsatz. Mit der 2,25 Meter breiten Pickup wird das Grün gut aufgenommen und anschließend mit den 44 Messern auf 35 mm geschnitten. Mit einem Ladevolumen von 42 Kubikmetern wird gut Material von der Fläche eingefahren. Da der bevorstehende Regen die Ernte bedroht, half noch der Senior vom Lohnunternehmen Müller mit. Er fuhr einen JCB Fasttrac 8250 mit einem Mengele Duobull 8000 RS Ladewagen.
Dass die 40 Kubikmeter Ladevolumen auch voll werden, war unter anderem der Job des 8,3 Liter Sechszylinder-Aggregats des 8250er JCB Fastrack mit seinen 248 PS. Wir sagen an dieser Stelle Danke an das Lohnunternehmen Florian Müller. Möchtet ihr auch eure Maschinen, euren Betrieb oder euer Lohnunternehmen hier einmal sehen? Dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach Maschinen oder Betrieben, die wir mit unseren Kameras begleiten dürfen. Und um auch weiterhin keine Videos von uns zu verpassen, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Team von Land und Technik.